in Esslingen, Oberesslingen genauer gesagt. Hier ist die Garage überflutet, besser gesagt überschwommen. In vielleicht 15 Minuten, ganze Straße voll gewesen, unten voll gelaufen, 30, 40 cm knietief. Autos mussten rausgefahren werden, Sandsäcke in den Keller gelegt werden, vor die Einfahrt, also Notevakuierung der Fahrzeuge, alles halt. Wir haben Mülltonnen am Anfang davor gestellt, dass das Wasser bis in der Tiefgarage vorbeiläuft, dann haben wir Sandsäcke dazu getan, unten abgedichtet, Strom unten ausgemacht, dass es keinen Kurzschluss gibt und dann eben alle Autos einzeln rausgefahren. Wir sind hier in Altbach im Friedrich-Krupp-Weg und dem Vogelwiesenweg. Wir hatten hier einen größeren Wasserschaden durch ein Regenfang-Schmutzgitter an einem Waldauslauf. Im hinteren Bereich quasi des Geländes läuft ein Bach aus dem Wald in das Kanalisationsnetz. Dort staut sich bei Starkregen in heutigen Dimensionen Unrat aus dem Wald. Dieser verstopft eben den Bachlauf und heutigen Fall leider hier die Wohnsiedlung überflutet. Wir hatten jetzt das Problem, dass wir mehrere Keller unter Wasser hatten, darunter eine Tiefgarage. Wir haben dann versucht, mit mehreren Pumpen die Keller sowie die Tiefgarage frei zu bekommen, haben parallel durch die Feuerwehr Nürtingen und die Feuerwehr Neufen Sandsäcke angefordert. Mit diesen Sandsäcken haben wir die Wohnungseingangstüren verschlossen, sodass durch diese kein Wasser eindringen kann. Ebenfalls haben wir das THW angefordert. Ein Fachberater vom THW war vor Ort, hat die Lage eingeschätzt und dann in eigenem Ermessen Kräfte nachgefordert. Die Schwierigkeit war am Anfang die Unübersichtlichkeit der Lage. Wir hatten ganz klar mehrere Einsatzstellen. Da mussten wir priorisieren, welche Einsatzstelle als erstes bearbeitet wird. Also Wasserschäden in solchen Dimensionen eher selten. Gerade in Altbach sind wir vom Unwetter eher verschont. Die Dimension wie heute gibt es sicherlich nicht jede Tage. Ja, das fing an mit Gewitter rundherum, überall Regen, kräftig Regen. Und dann war halt alles auf einmal, zack, ging das Wasser dahin, der Bach ging über die Ufer und kam da hinten rein und schlägte den Keller überall hinaus. Und erst dachte ich noch wenig, aber dann kam es angeschossen. Ja, die haben ja ziemlich abgepumpt. Das ist natürlich jetzt noch alles nass oder so. Das muss halt irgendwie die nächsten Tage mit Trocknern wahrscheinlich gemacht werden. Und wir müssen jetzt erstmal unsere Hausverwaltung anrufen, FLÜVO, damit die kommen und sich das angucken, weil irgendwas muss passieren. Vor allem, wir können die Keller ausräumen, was drinsteht, es kann alles weggeschmissen werden, das ist alles kaputt. Nee, ich habe es noch nicht erlebt. Ich habe ja immer gesagt, wir haben erst noch die Tage drüber gesprochen, auch mit einer Frau oben, und man sagt, wenn jetzt immer mit den Unwettern, wir wohnen ja so weit vom Neckar weg, aber dass da oben so Bächle so eine Sauerei macht, das hätten wir ja nie gedacht, ne? Wir wurden so gegen 23 Uhr mit einem Fachberater-Einsatz alarmiert, sind dann hier angefahren und mussten dann von der Feuerwehr in das Einsatzgebiet eingewiesen werden. Zuerst war unser Einsatzauftrag ein Bilden eines Sandsackwalles. Wir haben daraufhin dann weitere Kräfte aus Ostfriesland nachalarmiert, sowie 600 gefüllte Sandsäcke, was sich bei uns im Ortsverband befinden, mit hier eingeführt. Die Schwierigkeit bei dem Einsatz war die, damit am Anfang noch das Wasser aus dem Bach übergetreten ist und noch an mehreren Stellen die Straßen überflutet hat. Es war bis dahin unklar, aus welcher Ecke das Wasser kommt. Bis man dann oben den Sandsackwall gebaut hatte, hat man dann auch eindeutig gemerkt, damit das Wasser hier unten an der Straße nachlässt. Vor Ort geht es jetzt momentan so weiter, damit der Ortsverband Kirchheim mit dem Bergeräumgerät noch angefahren ist. Die werden jetzt oben in dem Becken anfangen, das Unrat, was durch das Unwetter angespült wurde, zu beseitigen. Ja gut, ich habe es relativ spät mitgekriegt.
Ich war bei mir im Arbeitszimmer und hat da noch Sachen gemacht. Und dann, da ich jetzt meine Klingel mal ausgeschaltet hatte, zwecks morgendlichen diversen Klingeln von Paketboten, dachte ich, mache es mal aus. Ja, und jetzt gerade jetzt war es halt so, dass dann der Nachbar bei mir geklopft, also nicht nur geklopft, er hatte gegen die Tür gehämmert, immer wieder. Nach längerer Zeit habe ich es dann mal mitgekriegt und habe die Tür aufgemacht und gesagt, ja, da unten steht alles unter Wasser. Und dann bin ich raus und dann stand hier oben, war die ganze Fläche hier, die jetzt, wo man jetzt wie das Gras sieht, war also bestimmt, gut, ich schätze mal so hoch, unter Wasser. Keller war richtig schön unter Wasser, also da ging es auch zumindest bis, ja, 20 cm schätze ich mal, unter Wasser. Aber gut, man hat da von hinten so einen kleinen Sturzbach gesehen, der da von hinten runterkam. Und dann haben halt die Nachbarn dann auch erzählt, dass es nicht nur von da reinkommt, sondern auch von der anderen Seite durch die Wände durch. Ja, und das ist natürlich dann schon, konnten wir ja nicht absehen, ob das jetzt aufhört. Aber zumindest hat es nicht mehr weiter geregnet. Hier in Altbach hätte ich es jetzt wirklich nicht erwartet. Also absolut nicht, dass das mal hier passieren kann. Aber gut, sehen wir mal, wie man sich tauschen kann.